Tag zusammen. Heute backe ich eine Zuckerkirschtorte. Aber ich gebe das Rezept nicht bekannt. Erstens, weil ich die Geschäfte von meiner Umgebung nicht schädigen will. Zweitens, weil ich Betty Bossi keine Konkurrenz machen will. Das Rezept gibt es nämlich im Betty Bossi Buch zu kaufen. Zuerst muss man die Böden machen, die Schaumgummiböden. Einen habe ich hier schon bereitet. Der muss trocknen, den darf man nicht auf einem Blech liegen lassen, sonst wird er weich. Darum liegt er da, wo sonst das Geschirr trocknet. Die Hände habe ich zuvor schon gewaschen, genau wie ich auch das Blech schon eingefettet und bemehlt habe. Das muss man natürlich immer ein Backpapier drauf und den Rand einfetten und bemehlen. Es gibt auch Eiertrenner, aber ich habe mal einen antiken gekauft und dachte, dass das besser geht. Aber es geht auch nicht so gut durch die feinen Löcher. Die sind ein bisschen. Es geht, aber diese Art ist, glaube ich, besser. Die Mengen dürfen Sie nicht übernehmen. Sie können das hier nicht mehr nachmachen, weil ich ja auch eine größere Menge mache. Kann man das alles so jetzt wirklich, können Sie das Rezept nicht nachmachen. Wenn man Eiweiß steif schlagen will, dann müssen die Geräte ganz trocken und sauber sein. Und, das ist mein Tipp, es ist egal für welchen Kuchen oder warum, wenn ich steifes Eiweiß will, mache ich kein Salz rein. Das heißt immer eine Prise Salz. Bei mir ist es schon x-mal nicht geglückt so. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt mache ich das nie mehr zum Steifschlagen rein, erst ganz am Schluss. Das ist egal für welchen Kuchen. Hier schaut noch was raus. Die Schürze habe ich von Ikea gekauft. Ist süß, gell? Die war nicht mal teuer. Ich glaube 12 Franken. Super Schürze, gefällt mir. Ich habe früher mal selber eine gemacht, aber die ist, wie vieles in diesem Haus, auch plötzlich verschwunden. Komischerweise sind alle Schürzen verschwunden. So ein kleines, wo man zum Servieren brauchen kann und das Portemonnaie reintun, das habe ich mal gekauft irgendwo. Zuerst hat es immer wieder Flecken und dann war es plötzlich weg. Ich habe es letztens gesucht, in den Fasnachtskleidern, im Schrank, alles durchwühlt. Das ist nicht mehr auffindbar. Dann hatte ich ein kleines pinkfarbenes, ganz süßes, das hier so eine Herzform hatte. Und gar nicht lang, ist nur so ganz kurz. Das ist auch nicht mehr auffindbar. Irgendwie sind alle Schürzen weg. Wer die braucht, ich habe keine Ahnung. Vielleicht kommen sie ja irgendwann wieder hervor. So, steifes Eiweiß. Ohne Salz. Sehen Sie? Es kommt nicht raus. Hm? Das ist steif. Jetzt kommt das steife Eiweiß in diesen Topf. Ah, die Sachen habe ich mir schon vorbereitet. Was übrigens gut ist, wenn ich einmal Alzheimer habe, dann werde ich all die Filme wieder anschauen, wenn ich wieder einen Kuchen backen will. Denn wenn man Alzheimer hat, vergisst man ja, wie man was gemacht hat. Dann weiß ich all die guten Tricks, die ich jetzt euch verrate, auch wieder. Ich helfe also mir selber. Man kann sagen, das ist eine Art Altersvorsorge, damit ich möglichst lange selbstständig und alleine in einer Wohnung leben kann. Das ist mein Plan. Hier unten habe ich ein sauberes Handtuch, kann ich immer wieder abputzen. Jetzt kommt ein bisschen Salz rein. Auf steifes Eiweiß, egal was man reinmischen will, man zieht das nur unter. Man darf nicht draufschlagen. Das ist für junge Mädchen oder so, wenn man am Anfang anfängt,
mit einem Gummischrauber runterziehen. Nur so, damit es nicht zerschlägt, damit es nicht kaputt geht. Das ist auch ein gutes Gerät. Das braucht man überall da, wo man einen Boden glatt streichen will. Wo man etwas den Teig verstreichen möchte. Das könnte man auch mit einem Löffel oder was anderes, aber diese Gummischaber sind dafür gemacht. Zwei kann man das vielleicht besser noch ein bisschen ausputzen. Der Teig ist nämlich ein bisschen knapp beim Essen. Da sollte man nichts wegschmeißen. Gut, das kommt jetzt in den Ofen. Nachher kommt es raus und muss auf ein Gitter gelegt werden. Das Blechleinpapier muss man abziehen, sonst trocknet der Boden nicht. Das ist für mich wichtig, die Uhr zu stellen. Auch gerade dann wichtig, wenn man eben Alzheimer hat oder vergesslich ist, dann muss man sich einfach Hilfen schaffen und konsequent sein und das dann auch machen. Gut, ich wohne jetzt natürlich hier nichts, wenn ich aus dem Raum gehe. Wenn ich jetzt also aus dem Raum gehe, was anderes mache, muss ich die Uhr natürlich mitnehmen, zum Beispiel in den Sack. Ich sage diese Dinge wirklich, weil eben gebrannte Kinder scheuen das Feuer. Darum Tipps, wie man so etwas vermeiden kann, gerade um die Weihnachtszeit herum. Ich backe diesen Kuchen zwar nicht für die Weihnachtszeit, weil ich bald Geburtstag habe. Am 12.12.2012 werde ich 44 Jahre alt. Und das muss gefeiert werden mit meiner Lieblingstorte, einer Zuckerkirschtorte. Die Rahmkirsch schmeckt auch sehr gut, die Muttertaler Rahmkirsch. Aber die Zuckerkirsch ist halt doch noch das Original. Und ich liebe sie. Tschüss! Teil 2 von Zuckerkirschtorte backen. Kurz noch etwas, was in der Pause passiert ist. Abgesehen davon, dass ich einen kleinen Hut improvisiert habe. Kreiert, improvisiert, wie auch immer. Den Hut habe ich improvisiert, weil ich keine blonden Haare habe, weil man den dunklen Haaransatz sieht. Und unterdessen ist mir etwas Dummes passiert. Obwohl das hier so nostalgisch aussieht, leben wir ja modern. Und ich habe Hamburger gemacht. Und dann wollte ich den Käse schmelzen für die Hamburger und habe den Grill eingeschaltet. Ich habe so einen tollen Mikrowellen, wo man auch Grill einschalten kann. Dann ist das Kunstwerk hier passiert. Also, das ist der Mikrowellendeckel, aber wenn man den Grill anstellt, dann schmilzt der Deckel. Ich habe wieder was dazugelernt. Schaut das Kunstwerk, man sieht schön das Schweizer Kreuz. Und ich weiß auch nicht, was das soll. Jedenfalls sieht es aus wie ein Schweizer Kreuz. Das in einem Spinnennetz gefangen ist. Vielleicht ein Spinnennetz von Europa. Naja, ich habe es nicht extra gemacht. Das ist einfach entstanden aus meiner Dummheit. Fangen wir an. Wir machen ein Biskuit. Bevor ich anfange zu kochen, mit den Händen waschen. Könnte ich ja vorher machen, aber ich mache es jetzt einfach, damit ihr wisst, dass ich daran gedacht habe.
Das ist schon mit dem Blechreinpapier ausstaffiert. Aber ich muss noch ein bisschen Butter schmelzen und das mehlen. Wenn man ganz viele Eier aufschlagen muss und das Eiweiß vom Eigelb trennen muss, egal für welchen Kuchen, dann macht es Sinn, wenn man nicht gleich das in den Haupttopf wirft, sondern immer zuerst in einen Nebentopf, damit wenn ein Ei kaputt geht, nicht alle Eier kaputt sind, dass man nicht alles wegwerfen muss.